So, ich noch mal hier war. Eine Runde mache ich noch mit die Segelschiffe hier, ey. Das ist ja nicht normal, du. So, ich habe gerade gesehen, Battle Rating 1.3 ist natürlich nur fiktiv, ne, weil hier wird es auch nie wieder andere Schiffe geben. Da kann mir keiner erzählen, dass hier weitere Schiffe geben wird. Das ist natürlich auch ungewohnt, weil man kann hier nichts machen. Man kann sich nichts aussuchen hier, wie man jetzt zum Beispiel. Ganz nach oben ziehen. Okay, kein Treffer. Eigentlich denke ich mal, ich fahre wieder weg. Ramm hier mal den Kollegen so ein bisschen weg, dass er nicht absäuft. Was ist das denn? Man kann auch nicht rückwärts fahren oder sonst was. Man fährt einfach nur vorn. Yo, Bro. Jetzt reg dich mal nicht gleich auf hier. Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Scheiß drauf. Ja, man kann keine Munitionsart wählen. Man kann nicht. Eigentlich kann man gar nichts machen. Der segelt ja von selbst. Man kann hier nur nach links oder rechts steuern und schießen. Und nicht treffen. So, eigentlich werde ich jetzt wohl eher nur ein bisschen rumsegeln hier. Mal warten, dass einer näher kommt und dann zuschlagen. Wie ein Hai. Ein alter Hai. Wie ein Hai aus der Feudalzeit, genau. So. Mal ein bisschen drehen hier. Ich wollte sagen, wieso ist der schon so nah, aber das ist mein Teamkollege. Stoppkollege. Diese Entfernung kann man hier eigentlich nichts treffen, man kann ja trotzdem schießen. Ja, und Munition geht auch nicht aus, ne? Eigentlich auch eine gute Sache. So, ich werde tatsächlich wie ein Hai mal ein bisschen kreisen hier. Okay, der Gischt-Effekt ist jetzt nicht so der Knaller. Ich meine, meine Grafik ist ja jetzt nicht komplett auf niedrig eingestellt. Ich glaube, ich habe auch hoch, wenn ich mich recht entsinne. Dann hat mir großartig was verändert in der Weile. Also auf hoch und ja, gut. Das haben sie halt mal eben schnell so hingeknallt. Aber auch kein Problem mit. Also in Ordnung. Kein Treffer. Ja, die müssen erstmal ein bisschen näher ran. Ich schätze mal so ab 25. Also 52 Meter kann man besser treffen. Entfernt sich wieder, ich muss ein bisschen ranfahren. Ach ja, Captain, genau. Es geht ja darum zu gewinnen. Ich hab so einen Mikrotreffer abbekommen hier. Ich schieße jetzt auch mal so hoch, wie fällt denn davon? Ja, tschau. So klar, die Minimap ist ziemlich klar. Also da kann man. Da kann man sich nicht verfahren, sag ich mal so. Hier gibt es ja auch nicht allzu viel Zeug auf der Map selbst. Man muss nur zusehen, dass man irgendwie. Was war das denn jetzt? Nur zusehen, dass man irgendwie in Reichweite bleibt. Schade natürlich, dass man die Geschwindigkeit und dergleichen nicht erhöhen kann. Das ist irgendwie schade. Also in der Runde davor habe ich am wenigsten einen versenkt. Nach längerem Kampf. Und auch der Kollege ist weg. Schade. Müssen wir doch näher ranfahren. Also irgendwie. Da ich mir nicht die Namen gemerkt habe, ich dachte gerade, vielleicht erkenne ich hier welche von der Schlacht von eben, aber eigentlich sind da auch schon wieder 10 Minuten vergangen, weil ich mir erstmal einen Schlapp lachen musste hier. So, einfach rein da in die Meute, ist mir leider. Aber ich habe bisher noch nicht gesehen, gut, es ist erst meine dritte Runde, dass hier einer mal 2 Kills gemacht hat. Also der Durchschnitt bei einem Kill und Abschusshilfen. Drehen. Einkesseln. Einkesseln! Wer ist denn da jetzt wer? Ich sehe ihn ganz durch. Da er ihren Treffer abbekommen hat, wird er wohl mein Gegner sein. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch einen Treffer abbekommen. Wahrscheinlich werde ich hier jetzt versenkt. Das könnte passieren. Der dreht auch ab. Müssen wir halt auf den nächsten hier konzentrieren. So, jetzt aber kriegst du eins vors Holz. Und wir cruisen wieder. Und kreisen wie die Haie. Die zwei Haie, die sich gegenseitig angreifen wollen. Na. Die hatten die doch schon mal eingenommen.
Habe ich wieder was nicht mitbekommen, offensichtlich. Und wieder ein Treffer. Aber die gute Schiffe halten ja auch ein bisschen aus. Ein bisschen was aus. So. Ich will eigentlich immer mit der kompletten Breitseite schießen. Ich habe gerade gesehen, er hat erst irgendwie, ich schätze mal, 3 abgefeuert und dann nochmal 3. Ich habe es jetzt auch nicht was anderes gemacht. Aber wenn's, wenn man trifft, guck mal, wie er hier kreist. Eigentlich ist er vollkommen bekloppt hier. Der wird mich wahrscheinlich versenken. Hat er auch. Kleiner Swanslooter. Gut, viel ist ja nicht mehr zu holen jetzt eigentlich. Er ist auch noch unterwegs. Wir gucken noch ein bisschen zu hier, weil es eigentlich ganz witzig ist. Okay, davor die Runde war ich doppelt so lange am Leben. Aber auch hier verlieren wir wieder. Mein Gott, was ist denn los mit dem Leuten? Grabowski? Na klar, eigentlich im Prinzip. Also ich überlege gerade, kann man hier hacken oder kann man hier nicht hacken? Ich meine jetzt nicht, dass der mich gehackt hat hier. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch hier wieder welche sagen, kann doch nicht sein, wir fahren doch alle dieselben Schiffe und der versenkt mich. Eigentlich hätte ja gar keiner niemanden versenken müssen, so. Aber ich glaube, hier kommt es einfach darauf an, wo man trifft. Natürlich kennt man diese Schiffsmodelle nicht. Man weiß nicht, wo die Panzerung oder wie stark die Panzerung ist und so. Man kann sich den einfach nicht anschauen. Also es ist halt wirklich alles per Zufall hier. Er schießt ihn hier mitten. Auch einer ziemlich nah. Der andere. Eigentlich müsste es einen, der das Schiff zerreißen, wenn man hier auffährt, oder? Ist aber nicht der Fall hier. Ist ja ein reines Spaß-Event. Müsste doch nur mal nach links und rechts gucken, da könnte die ganze Zeit feuern. Okay, da ist wieder einer weg. Dreh doch mal! Das macht einen wahnsinnig, wenn man sieht, dass der nicht dreht. Der ist abgesoffen, echt. Ja, das sieht man irgendwie so schlecht. Aber wenn man den Kollegen noch. Ah, wir werden eh verlieren. Schade. Auf jeden Fall ist es echt witzig. Und wie in einem anderen Video, wie ich schon gesagt habe, die sollten mal irgendwie einführen. Die sollten sich vielleicht noch so ein Spiel überlegen. Ich warte ja immer noch auf Crossout. Ich glaube, das ist immer noch nicht spielbar für den Normalsterblichen. Verloren. Aber mir ist gerade aufgefallen, ich glaube, wenn das Segel zerstört ist oder die Segel zerstört sind, wird man langsamer. Das kam mir nämlich auch schon in der ersten Runde vor. Aber hier scheint es auch so gewesen zu sein jetzt. So wie ich es bei dem gesehen habe. Naja, immerhin Sechster. Mit 16 Treffer. Kam mir gar nicht so viel vor, ehrlich gesagt. Doch, der hat 2 gekillt. Der hat tatsächlich 2 gekillt. Okay, ja. Hier steht natürlich jetzt was ganz was anderes. Anderes Battle Rating und andere Fahrzeuge. Weil ist ja vollkommen egal. Man könnte auch nur mit Jets sich anmelden und letzten Endes würde man trotzdem in der Golden Hind landen. Hind? Hind? Ne, Golden Hind. Golden Hind. Ja. Wie auch immer. Nochmal danke fürs Zuschauen. Also für die, die jetzt von dem Video davor hierher gekommen sind. Ja, viel Spaß beim Zocken noch. Macht dieses Event mit, ist ganz witzig. Kann man ein bisschen abschalten, ist ja nicht so anstrengend wie vielleicht jetzt halt hier Schlachten mit Panzern oder Flugzeugen. Also, wie gesagt, haut rein, viel Spaß noch. Ciao, ciao.